Alter, wie sieht es hier aus? Es gibt jetzt auch einfach einen Baby-Delfin. Guckt ihn euch an, der kleine Fratz. Die sieht ab sofort so aus. Es wird noch eine neue coole Option nämlich hinzugefügt. Reduce FPS when AFK. So, Freunde, was geht? In ein paar Tagen wird höchstwahrscheinlich die 1.21.2 rauskommen. Und Minecraft hat sich gedacht, sie fügen mal ein paar neue Gegenstände, neue Kreaturen und einige coole neue Änderungen hinzu. Viele Sachen davon können wir schon vorab testen und genau die zeige ich euch heute, damit ihr bestens vorbereitet seid, sobald die neue Version rauskommt. Also würde ich sagen, labern wir gar nicht weiter drumherum. Ihr lasst ein Abo da, um nichts mehr rund um Minecraft zu verpassen und tretet auf meinem Discord oder WhatsApp-Kanal bei, wenn ihr zu den Coolen gehören wollt. Also, let's go! Wir befinden uns in-game und ich würde sagen, ich gebe euch mal eine kleine Übersicht, damit ihr genau wisst, was auf euch zukommt. Wir starten mit den neuen Gegenständen, danach zeige ich euch die neuen Kreaturen, denn ja, es gibt tatsächlich ein paar neue Mobs in der neuen Version. Als nächstes zeige ich euch die Gameplay-Änderungen, dann allgemeine Änderungen und zum Schluss experimentelle Änderungen oder Changes und ein paar random Sachen, die Minecraft hinzugefügt hat. Dann lass uns direkt mit den neuen Gegenständen starten. Und zwar ist die erste Änderung was richtig cooles für die ganzen Banner-Liebhaber unter euch und zwar gibt es jetzt neue Banner-Patterns. Erstmal seht ihr hier, dass die Banner-Patterns jetzt alle diese Textur direkt hier angezeigt haben. Und was auch noch cool ist, ist, dass wenn ihr jetzt drüber hovert, seht ihr nicht einfach nur Banner-Muster und dann steht unten drunter der Name, sondern es heißt direkt Gaster-Banner-Muster, Flow-Banner-Muster, Snout-Banner-Muster, was auch immer, sodass man es direkt vom Titel her ablesen kann. Die zwei neuen sind einmal die Mason, also die Mauerung-Banner-Muster und einmal die Border, die Umrandung, I guess. Und wenn wir die hier mal auf den Banner draufpacken, werdet ihr auch direkt sehen, wie sie aussehen. Wir nehmen uns mal weiß und einmal schwarz. Also die Mauerung Bannermuster, ich weiß wirklich nicht, wie es auf Deutsch heißt, hat hier so ein Muster und ihr werdet euch denken, Bro, das kennen wir doch schon. Und ja, dieses normale Bannermuster gab es vorher schon einfach im Loom. Wenn ihr früher einen Banner hier reingepackt habt, konntet ihr früher hier einfach das Muster auswählen. Das geht jetzt nicht mehr. Ihr braucht jetzt nämlich diese Bannervorlage, diese Mustervorlage dafür. Ähnlich ist es auch bei dem anderen Muster, und zwar dieses Bordur. Das ist nämlich einfach diese gezackte Border. Das heißt, all meine Banner-Videos können gerade neu gemacht werden, beziehungsweise müsst ihr nur diese eine Sache anpassen. Und das war, glaube ich, auch auf der Bedrock-Version früher schon so, dass man dafür dieses Muster braucht, weil ich habe immer in den Kommentaren gelesen, sobald ich es benutzt habe, bei mir gibt es das einfach nicht. Also jetzt ist es, glaube ich, halbwegs einheitlich, denn diese beiden Muster muss man jetzt als Muster benutzen. Und wir können sie auch direkt mal live ausprobieren. Wenn man den Creeper-Kopf mit dem Papier zusammenpackt, kommt ja das Creeper-Muster raus. Und wenn wir den Creeper-Kopf jetzt austauschen durch die Lianen, kommt, ja, tatsächlich dieses Border-Banner-Muster raus. Und um das andere Muster zu machen, macht ihr einmal ein Papier in den Crafting-Table unter die Bricks. Also ich nehme es zurück. Wir wissen tatsächlich doch, wie sie gemacht werden, nämlich genauso wie in der Bedrock-Version. Und hier seht ihr es nochmal. Einfach ein Papier, Brick, dann bekommt ihr das Muster. Papier, Wein, dann bekommt ihr das Muster. Eine Sache habe ich noch vergessen zu sagen, und zwar kommen mit dem neuen Update höchstwahrscheinlich auch die neuen Bundles, diese Säcke hier. Und zwar nicht nur die Standardsäcke, sondern auch die gesamten gefärbten Varianten. Die sehen auch eigentlich ganz cool aus, sind so Schalker-Boxen für Arme ungefähr. Schalker Boxen für Arme. Wie sie funktionieren, ist, dass ihr hier einfach euch Sachen holen könnt von verschiedensten Arten und ihr könnt in jeden dieser Säcke könnt ihr einen Stack reinmachen. Also ihr könnt hier entweder einen gesamten Stack Erde reinmachen, easy, dann ist der voll. Aber ihr könnt es zum Beispiel auch so machen, dass ihr euch von allen Sachen einen Viertelstack reinmacht. Also einen Viertelstack Erde, einen Viertelstack Gras, hier Viertelstack, Viertelstack. Wo ist das? Oh Gott, hier von einem Viertelstack und hier von einem Viertelstack. So, jetzt haben wir es, um Gottes Willen. Und ihr werdet immer die linke Sache rausnehmen. Also jetzt würde ich die Erde hier bekommen, wenn ich Rechtsklick drauf drücke, wichtig. Als nächstes würde ich die Planken bekommen und so weiter. Jetzt kann ich die hier gerade wieder einsortieren. Jetzt ist es genau andersrum sortiert. Ist eine ganz nice Änderung. I guess, werde ich bestimmt auch nochmal ein separates Video zu machen, weil die ein bisschen komisch sind und ich glaube, nicht jeder wird es von Anfang an checken, wie die funktionieren. Jetzt kommen wir aber zu den nächsten Sachen. Das erste sollte eigentlich viele Leute freuen, denn wir bekommen einen neuen Delfin, I guess. Das ist ja der Standard-Delfin, den jeder kennt. Der sieht auch eigentlich echt cool aus, aber es hat immer eine Sache gefehlt und das ist tatsächlich die Jungtier-Variante. Wenn wir jetzt hier nochmal auf ihn draufklicken, seht ihr, es gibt jetzt auch einfach einen Baby-Delfin. Guckt ihn euch an, der kleine Fratz. Ja, also großer Delfin, kleiner Delfin, das ist eins der neuen Mobs. Das nächste ist ein neuer Glowfish, denn ihr kennt ja alle ihn hier. Nervt vielleicht viele von euch, weil er so gut wie keinen Nutzen hat, aber es gibt jetzt auch von ihm eine coolere Variante und zwar auch einen kleinen. Ich weiß nicht, warum es früher davon keine Baby-Varianten gegeben hat. Oh, was ist seine Mission?
Aber jetzt gibt es auf jeden Fall Baby-Varianten. Und es verhält sich wie mit allen Jungtier-Varianten. Nämlich, wenn ihr sie tötet, bekommt ihr weder XP noch irgendwelche Drops. Also nicht töten. Natürlich gibt es die Sachen hier auch von den normalen Tintenfischen. Das heißt, hier ist ein großer Tintenfisch und hier ist ein kleiner Tintenfisch. Sehen exakt gleich aus, nur ein bisschen kleiner. Und auch noch eine Sache, denn es gibt auch den neuen Lachs. Das ist der Standard-Lachs. Den gibt es ja auch schon so in ein bisschen kleiner. Aber jetzt gibt es von ihm hier auch eine Baby-Variante. Wieso kann ich ihn nicht rechtsklicken? Bro, kann man die nicht so spawnen? Wait, muss ich jetzt so lange spammen, bis ich ein... Da ist ein kleiner Lachs. Genau, das ist das, der Baby-Lachs jetzt halt. Komisch, dass das alles Wasserkreaturen sind. Vielleicht wird ja das nächste Update auch wieder so ein Wasser-Update werden, was ich eigentlich echt gut finden würde. Vielleicht bekommen wir dann ja auch mal eine neue Wassertextur. Die einzige Frage, die ich mir jetzt bei den neuen Kreaturen stelle, ist, wenn es davon Baby-Varianten gibt, kann man die dann auch irgendwie fortpflanzen? Weil ich wüsste jetzt nicht, womit ich einen Tintenfisch oder einen Delfin füttern müsste, dass man davon dann die Jungtiere bekommt. Und vor allem, was einem das bringen sollte. Bei Delfinen kann ich es checken, okay. Aber bei den anderen, ich weiß wirklich nicht, vielleicht macht Minecraft das einfach nur der Vollständigkeit halber, dass man davon vielleicht auch irgendwelche Farmen bauen kann. Aber warum gibt es jetzt auch nur Lachs als Baby-Variante und nicht die anderen Fische? Diesen Barsch oder was ist, ihr kennt die anderen Fische, ich keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißen. Übrigens, wenn ihr schon so lange guckt, würde ich mich ultra über ein Abo auf diesem Kanal freuen und tretet auch meinem WhatsApp-Kanal bei, beziehungsweise meinem Discord, wenn ihr Hilfe braucht, und meinem WhatsApp-Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um Minecraft verpassen wollt. Weiter geht's. Kommen wir jetzt aber zu den Gameplay-Änderungen. Die erste Gameplay-Änderung wird für den Multiplayer interessant. Und zwar kennt ihr ja alle hier diesen coolen... Wait, heißt er nicht Mason? Oh, Mace heißt er. Ich bin komplett verloren. Hier, Mace. Wenn man ihn hier benutzt, dann hat man immer als Todesnachricht einfach bekommen, wenn man einen anderen Spieler umgebracht hat, ja, der Spieler wurde von dem und dem Spieler getötet. Jetzt gibt es aber eine neue Todesnachricht, die seht ihr hier einmal eingeblendet. Und zwar heißt sie auf Deutsch, glaube ich, Spieler A hat Spieler B zerschmettert. Es steht wirklich, oder zerquetscht, ich weiß es gar nicht, ihr seht es hier eingeblendet. Und wenn ihr euren Mace auch noch umbenannt habt, dann steht im Chat, Spieler A hat Spieler B zerquetscht oder zerschmettert mit und dann der Name von eurem Mace, wie es dann mit den anderen Items auch immer ist. Die nächste Änderung ist ein neues Attribut und zwar heißt es Tempt-Range. Ihr kennt es bestimmt, dass ihr Kühe und andere Viecher mit zum Beispiel Weizen anlocken könnt und dann folgen sie euch ja. Wenn ihr euch aber auf die andere Seite der Map stellt, dann kommen die Kühe natürlich nicht zu euch, weil ihr außerhalb der Reichweite von denen seid. Mit diesem Attribut könnt ihr, wenn ihr einen Vieh oder einen irgendeinen Mob spawnt, angeben, wie hoch... Moin? Digga. Wie hoch diese Reichweite sein soll, wo die Tiere angelockt werden. Zum Beispiel kann ich jetzt eine Kuh spawnen und das Attribut Tempt-Range 100 eingeben und dann folgt die Kuh einem oder wird angelockt von einem, auch wenn man 100 Blöcke mit dem Weizen wegsteht. Okay, also ich habe jetzt lang genug mit dem Command hier rumprobiert und anscheinend funktioniert er noch nicht ganz oder ich habe es einfach nicht gecheckt. Also ihr könnt mit diesem Command hier /attribute und dann wählt ihr halt irgendeinen Entity in der Nähe aus. Ich habe jetzt hier einfach mal die Kuh genommen. Und dann nehmt dieses Minecraft Tempt Range und setzt es hier zum Beispiel auf 100. So, jetzt habe ich das hier mal auf 100 gesetzt. Wenn ich mir das jetzt hier auch wieder auslesen lasse und sage hier, ich möchte es bekommen, dann steht hier auch im Chat, es ist auf 100, aber es hat jetzt nicht eine Range von 100. Also die Kuh kann jetzt nicht 100 Blöcke lang dieses Weizen hier tracken. Keine Ahnung, vielleicht habe ich den Command auch falsch verstanden. Werden wir dann in der Vollversion herausfinden. Nur für euch, den Command wird es geben und er wird euch wahrscheinlich... bisschen weiterhelfen, vielleicht auch nicht. Jetzt kommt wieder was Cooles, was hinzugefügt wurde, und zwar für die TNT-Minecarts. Denn die haben ein neues Attribut bekommen, und zwar heißt das Explosionspower. Ihr könnt jetzt nämlich einstellen, wie stark so ein TNT-Minecart explodieren soll. Und tatsächlich geht das auch für normales TNT. Also ihr könnt euch einfach einen TNT erstellen, was eine Explosionspower von zum Beispiel 200 hat. Das heißt, es ist dann 200 mal so stark wie das normale TNT. Das sieht dann ungefähr so aus. Also, ich zeige euch ganz kurz den Command, dann könnt ihr es selbst ausprobieren. Ihr braucht einen TNT, ihr summont das mit dem Summon-Command und sagt dann hier hinten einfach in diesen geschweiften Klammern Explosion Power Doppelpunkt 1000 jetzt zum Beispiel. Und dann wird dieses TNT 1000-mal stärker sein und wird dieses gesamte Dorf hier verrichten. Wir schauen mal, wie hoch wir das wirklich treiben können. Geht 10.000. Oh mein Gott, es geht tatsächlich 10.000. Also wir spawnen jetzt ein TNT mit einer Explosionskraft von 1.000.000. 3, 2, 1. Abonniert den Kanal und... Bro, was zur Hölle ist hier passiert? Das sieht so krank aus, ne? Man kann ja einfach die gesamte Welt mit vernichten, ne? Digga, mein PC wird so am Abkacken sein. Guckt euch das an, was hier für riesige...
Alter, wir bauen jetzt hier mal ganz ein Loch bis zum Boden. Das ist krank. Okay, also auf jeden Fall ein Command, mit dem man unglaublich viel Spaß haben kann. Wie sieht es hier aus? Wir kommen zu den nächsten Sachen. Wenn ihr jetzt Monster-Spawner findet, haben die eigene Geräusche. Und zwar fürs Abbauen, Platzieren und drüberlaufen. Ich zieh mal ganz kurz meine Kopfhörer an, dann können wir es uns zusammen anhören. Oh, okay, der Play-Sound hört sich jetzt ein bisschen mehr so an wie mit den Trial-Spawnern, ne? Ja. Hört sich so ein bisschen an, wie als würden wir über diese Kupfergitter drüber laufen. Chillig, okay, nice, wir kommen zur nächsten Sache. Ja, Entschuldigung, Bro, ich wollte es nicht hier mit dem Dorf. Das ist mir irgendwie hier abgerutscht. Ich kann da leider nichts dran ändern. Ich bin mir sicher, du findest hier ein paar Leute, die deine Banner kaufen wollen. Es wird noch eine neue coole Option nämlich hinzugefügt. Und zwar könnt ihr jetzt in die Einstellung reingehen, dann auf Options, dann auf Accessibility, glaube ich. Und dann, nein, ich bin falsch. Auf Video Settings. Hier findet ihr nämlich Reduce FPS when AFK. Das heißt einfach, die FPS von eurem Spiel werden runtergeregelt, wenn ihr entweder AFK seid oder wenn das Spiel minimiert ist. Wenn wir es auf AFK stellen, steht hier schon, wenn ihr irgendwie, ich glaube, eine Minute AFK seid, dann wird euer Spiel auf 10 FPS runtergeregelt. Dadurch, dass ihr euch ja sowieso nicht bewegt. Ich gucke mal hier, ob ich irgendwas finde, was sich bewegt. Wir stellen uns hier mal kurz zu dem Villager. Dann wird das Spiel für euch so aussehen, weil ihr ja sozusagen gerade weg seid. AFK heißt, dass ihr keine Eingabe gemacht habt. Also ihr könnt die Einstellung ruhig so lassen, weil damit verbraucht euer PC einfach nicht so viel Leistung, wenn ihr gerade sowieso nicht dran seid. Gar nicht wahr, ich habe Quatsch erzählt. Es wird auf 30 FPS limitiert, also für euch sieht es trotzdem noch halbwegs flüssig aus nach einer Minute. Wenn ihr dann aber weitere 9 Minuten nichts macht, dann wird es auf 10 FPS hier runter geregelt. Keine Ahnung, wen das jetzt jucken soll. Die andere Einstellung, minimiert, die es gibt, heißt, dass sobald euer Spiel minimiert wird, das können wir hier eigentlich mal ausprobieren, das heißt, sobald ich hier aus dem Spiel raustappe, gut, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, wie wir das testen sollen, wenn das Spiel minimiert ist, aber wir vertrauen einfach mal den Minecraft-Entwicklern und hoffen, dass es funktioniert. Eine coole Einstellung, ich würde sie einfach dauerhaft auf AFK lassen, so, falls man mal sich kurz was zu trinken holen geht oder so, wird das Spiel auf 30 FPS runtergeregelt, ist cool, I guess. Dann kommen natürlich auch mit dieser Version die neuen Minecart-Änderungen rein. Dazu habe ich schon mal ein komplett eigenes Video gemacht. Schaut euch das einfach hier oben an oder ihr seht es auf dem Bildschirm eingeblendet. Ich packe es euch auch nochmal in die Beschreibung. Denn jetzt haben Minecarts physische Eigenschaften. Also wenn ihr schneller damit fahrt, fliegt ihr auch in einem hohen Bogen und landet dann wieder in dem richtigen, mit der richtigen Geschwindigkeit und sowas. Kann man richtig coole Achterbahnen mitbauen. Aber wie gesagt, guckt euch da mal ein eigenes Video zu an. Das ist um einiges ausführlicher. Ähnlich ist es auch mit den neuen Redstone-Änderungen. Die werden wahrscheinlich auch übernommen, wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin, weil Minecraft ist sich da ja selbst noch nicht ganz sicher, wie sie das am besten machen sollen. Ich schätze mal, dass davon ein Teil vielleicht übernommen wird. Was auf jeden Fall kommt, ist die neue Redstone-Fackeltextur. Die müsste auch hier schon drin sein. Kann ich denn die jetzt mal platzieren? Hier zum Beispiel. Die sieht ab sofort so aus. Ist cool, I guess. Man sieht ein bisschen besser, dass es halt eine eigene Energiequelle ist. Ich finde die Textur eigentlich cool. Viele haben sich ja darüber abgefuckt, aber die geht doch. Es sieht doch eigentlich in Ordnung aus. Außerdem soll der Redstone Comparator eine neue Textur bekommen haben. Ja, I guess, der sieht ein bisschen heller aus oder sowas, ne? Oder meint ihr das, wenn er angepowert ist? Ach so, ja, genau. Sorry. Wenn er angepowert ist, dann wird hier natürlich auch die neue Fackel angezeigt, genauso wie hier. Das sieht sehr, sehr goofy aus. Holy, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, oder? Da fand ich jetzt die alte Textur besser. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Okay, wenn wir ihn loggen, dann ist er noch genauso. Alles klar, wir kommen zur nächsten Sache. Denn es wurden richtig, richtig viele Attribute noch hinzugefügt. Voll viele so irgendwie Minecraft Enchantable, also wie, ob Sachen enchantbar sein sollen und wenn ja, wie gut man sie verzaubern kann. Dann noch, ob verschiedene Sachen reparierbar sein sollen. Das ist für die meisten Minecraft-Spieler wirklich nicht interessant. Aber für alle Leute, die so irgendwie Maps bauen und sowas, sollte das eigentlich ganz cool sein. Oder so Story-Sachen, weil ihr damit jetzt genau einstellen könnt, welche Sachen reparierbar, also reparieren heißt so, wenn man das in Amboss reinpackt oder ich glaube auch, wenn man es in Crafting-Table nebeneinander legt, ob die dann dadurch repariert werden sollen, ob man Sachen verzaubern kann. Es gibt noch ganz viele andere Sachen. Ich kann euch noch mal ein paar Sachen davon vorlesen. Und denn damit kommen wir jetzt auch schon zu den unnötigen, zu den random Sachen. Also irgendwie ein paar Sound-Events wurden angepasst, ein paar Autoren und Titel von den Bannern wurden
verändert. Es gibt ein paar neue Alias-Daten, irgendwie, dass man jetzt gucken kann, ob eine bestimmte Sache als Fuel, also als Brennstoff benutzbar sein soll. Irgendeine Teleport-Abklingzeit von den Nether-Portalen wurde geändert, und zwar für Boote und Loren, dass man da jetzt sozusagen direkt durchfahren kann. Anstatt 15 Sekunden, wo man immer Cooldown hatte, ist es jetzt nur noch 0,5 Sekunden, was, glaube ich, für so Achterbahnen und sowas halt echt cool ist. Ja, und noch so ein paar Sachen wie Fledermäuse können jetzt in Höhlen oder in jeder Höhe erscheinen, nicht nur welche, die unter Meeresspiegel sind. Also die können jetzt auch in Berghöhlen spawnen, I guess. So ein paar random Sachen. Ich habe euch den Link zum Wiki unten in die Kommentare, in die Beschreibung gepackt, ne, ihr checkt, da könnt ihr es euch einfach mal durchlesen. Sind viele komische Sachen dabei, aber die Hauptsachen habt ihr jetzt auf jeden Fall erfahren. Was ist eure Lieblingssache? Ich glaube, für mich ist es wahrscheinlich sogar die Bundles oder die Baby-Varianten. Wobei eigentlich, wenn man sich meinen Channel anguckt und die ganzen Banner-Sachen, müsste ich ja eigentlich sagen, dass es die Banner-Muster sind. Wir schauen, was in dem neuen Update auf uns zukommt. Es wird wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen, vielleicht auch in den nächsten Wochen kommen. Eigentlich müsste es jetzt schon so um die Zeit fertig sein. Ich weiß nicht, worauf Minecraft die ganze Zeit wartet, aber wir werden gespannt sein. Also, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, tretet auf jeden Fall meinem WhatsApp-Kanal bei und meinem Discord. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann.